Lohnt es sich, von einem Tonkopf auf einen Steinkopf umzusteigen? Also ich sage definitiv. Servus Freunde, da bin ich wieder. Und zwar haben wir heute ein neues Format für euch. Und zwar werde ich heute auf eure Kommentare reagieren. Ganz entspannt bei einer lässigen Pfeife. Das Video zu der Pfeife, das ist die Black Mamba, verlinken wir an der Stelle. Da haben wir ein Review drüber gemacht. Teils sind die Kommentare schon etwas älter, noch wo der Adrian da war. Wir sind dran, wir werden ihn bald irgendwann finden. Komm jetzt, okay. Mach's! Komm, an ihn die Beine. In die Beine. Nimm ihn! Los jetzt, los! Digga, als ob er sich so wehrt! Boden, Junge, da werden meine Klamotten direkt. Oh, ja, okay. Dann zeigen wir ihn euch. Ich würde sagen, let's go mit den Kommentaren. Und zwar hat der TM Gnott unter dem Cloud One Tabak Review einen Kommentar da gelassen. Und zwar hat er geschrieben, finde das einen interessanten Ansatz und bin gespannt, in welche Richtung sich diese Tabakersatzstoffe noch entwickeln werden. Momentan noch kein vollwertiger Ersatz in meinen Augen. Also klar, Cloud One oder Diamond machen Tabakersatz aus Zellstoff oder anderen Stoffen. Gibt ja auch Steine, die man rauchen kann. Und da ist eben das Ding, dass ihr diese Schadstoffe, die bei dem Shisha-Tabak durch die Tabakblätter entstehen, einfach nicht habt. Dementsprechend sind die Tabaks auch günstiger für die gleiche Menge. Viele sagen aber, dass ihnen das vom Geschmack her nicht reicht. Also ich muss auch ehrlich sagen, es gibt von Cloud One einen, der heißt glaube ich Love 66, so ähnlich, der genauso schmecken soll wie der von Adaya, der Love 66. Und die schmecken schon ähnlich, aber dieser letzte Kick fehlt dir irgendwie so ein bisschen. Also Köpfe bauen könnte mit den Tabaks auch super, aber wie gesagt, es fehlt noch so ein bisschen was. Mal schauen, ob sich da in den nächsten Jahren noch was ändern wird. Ich glaube schon. Aber ob es so einen wirklichen richtigen Ersatz geben wird in naher Zukunft für einen Shisha-Tabak, ist auch wieder die Frage. Und ob es so viel gesünder ist, ihr habt halt kein Nikotin mit drin. Aber es ist so wenig Nikotin oben drin in dem Kopf, bei der Menge Tabak, also raucht ihr da bei Tabakersatz eigentlich auch irgendwelche Schadstoffe, also es ist eigentlich kupfig gesprungen, ihr habt nur kein Nikotin. Der nächste Kommentar wurde gestellt unter unserem FFM-Video, noch vom Adrian, und zwar hat der Maris178 geschrieben, habe dich gerade neu entdeckt, da ich nach dem FFM-Tabak gesucht habe. Er ist wirklich super. Lohnt es sich, von einem Tonkopf auf Stein umzusteigen? Welche Vor- oder Nachteile habe ich da? Mein Abo lasse ich da. Auf jeden Fall danke Maris, dass das Abo da ist bei uns. Wir hoffen, dass wir auf jeden Fall mit euch zusammen groß werden. Zu deiner Frage. Also der FFM-Tabak ist super. Ich liebe den. Das ganze MyShish-Team liebt den und der ist wirklich bekannt. Das Video ist auch super bei euch angekommen. Lohnt es sich, von einem Tonkopf auf einen Steinkopf umzusteigen? Also ich sage definitiv ja. Erstens mal ist die Hitzeentwicklung bei einem Steinkopf definitiv höher. Das heißt, ihr könnt einfach mehr Aromen aus dem Tabak rauskitzeln. Dann, was die Pflege von dem Steinkopf angeht im Vergleich zum Tonkopf. Der Tonkopf zieht die Molasse, sprich das, was den Tabak feucht macht und was dem Tabak seinen Geschmack verleiht, setzt sich in dem Tonkopf fest. Und es ist sozusagen schwierig, den wirklich restfrei wieder sauber zu kriegen. Traditionell, wenn du Tradis rauchst du ja immer mit einem Tonkopf, mit einem Tabak, mit einer Pfeife. Sprich, Doppelapfel raucht man traditionell immer mit dem gleichen Tonkopf, der wird einmal abgewaschen vor jedem Rauchen, und mit derselben Pfeife, weil die ganzen Geschmacksaromen sich dort festsetzen und dann eben den Geschmack nochmal so ein bisschen kicken. Wenn man aber, so wie glaube ich 99% von unseren Shisha-Rauchern, verschiedene Sorten ausprobiert und immer mal was anderes raucht, dann lohnt sich definitiv ein Tonkopf, weil er einfach besser sauber zu machen ist. Genau, also lohnt sich in meinen Augen definitiv. Vor allem ist die Verarbeitung von so einem KS Apo oder von so einem Da Vinci viel hochwertiger und besser als von so einem Billo-Tonkopf, der bei so einer Shisha mitgeliefert wird. Und noch dazu habt ihr die Möglichkeit, bei einem KS Apo oder bei einem Da Vinci Steinkopf ein Sieb reinzulegen. Und da verhindert ihr das Verstopfen von den Löchern und habt sozusagen den perfekten Durchzug gewährleistet.
Was bei einem Tonkopf nicht der Fall ist, weil da kein Sieb reinpasst. Siebplättchen schon, aber normales Tabaksieb ist besser. Und habe dann sozusagen wieder einen schlechteren Durchzug. Also hol dir auf jeden Fall einen KS Apo oder einen Da Vinci. Da machst du nichts falsch. So, die nächste Frage wurde uns auch unter dem FFM-Video gestellt. Wie gesagt, es ist sehr gut bei euch angekommen. Sieht man auch an den Aufrufen. Und zwar hat der It's Direx geschrieben, habe ihn mir vor einer Stunde gekauft und gleich einen Kopf gemacht. Aber ist ein bisschen kratzig im Hals. Also der FFM-Tabak ist wirklich eine heikle Geschichte. Er ist super im Geschmack, aber auch sehr, sehr mentollastig. Und da müsst ihr wirklich aufpassen beim Bauen, nicht, dass ihr zu viel Tabak reinbaut und dass ihr auf jeden Fall luftig baut, damit das Ganze nicht zu stark wird. Also da müsst ihr wirklich aufpassen. Also das nächste Mal, bau luftig, bau entspannt, nicht zu viel Tabak rein, auf jeden Fall nicht auf Kontakt, dann machst du nichts verkehrt. Bomben-Tabak in dein Auge. Der nächste Kommentar, auch unter dem FFM-Video, da wurde gefragt von Shayay Knight, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, welchen Batscha hast du auf dem KS Apo drauf? Batscha, sprich Kaminaufsatz. Und zwar, das kann ich dir so genau gar nicht sagen, das war auf jeden Fall von unserem Shop vor Ort in Memmingen, vom Chillhaus. Der hat Kaminaufsätze, die er einzeln verkauft oder zu einer Shisha mit dazu gibt, mit dem Chillhouse-Logo drauf. Können wir euch sicher mal ein Bild einblenden hier an der Stelle. Und der passt auf jeden KS Apo bzw. Steinkopf. Denn oft ist das Problem, wenn ihr euch jetzt eine neue Shisha im Komplettset kauft, da habt ihr den Tonkopf dabei und den passenden Kamin für den Tonkopf. Der Kamin für den Tonkopf aber ist etwas breiter und etwas tiefer, sprich der sitzt tiefer auf dem KS Apo drauf, wenn ihr den auf den Steinkopf drauf macht. Da müsst ihr auch aufpassen, dass ihr da nicht auf Vollkontakt braucht. Am besten immer so einen halben Zentimeter Luft lassen zwischen Kamin und Tabak. Genau, also es war ein Standard Kaminaufsatz für den Steinkopf. Dann die nächste Frage von Savage Savage. Der hat gefragt, hab mir den Tabak auch geholt und er hatte leider sehr viele Äste drin. Ja, also das kann niemand garantieren, dass in einer Tabakdose gar keine Äste drin sind. Das ist von Charge zu Charge unterschiedlich. Mal hat man ein bisschen Pech und mal hat man Glück. Aber das kann man in der Regel nicht so pauschalisieren. Klar gibt es ein paar Marken, die nicht so Wert drauf legen auf die Qualität. Aber das seht ihr ja bei unseren ganzen Tabakvideos. Da bewerten wir ja auch den Schnitt. So Freunde, das waren vorab schon mal ein paar Fragen, die ich beantwortet habe. Teil 2 wird folgen. Kommentiert fleißig unter den Videos, auch auf Instagram könnt ihr uns schreiben und natürlich auf unserer Homepage. Also da könnt ihr uns auch Fragen stellen, die wir versuchen zu beantworten. Und da können auch andere auf der Homepage antworten und uns ihre Meinung dazu sagen. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Freunde, bleibt dran. Ich freue mich. Wir sehen uns. Euer Shisha Messias.